Willkommen im Die Reparaturzeit. Heute werden wir uns die besten Sägeblatt-Schärfgeräte ansehen. Das Sheppach SBS 1100 ist ein kompaktes Sägeblatt-Schärfgerät, das für verschiedene Sägeblätter wie Tischkreissägen, Kappsägen und Handkreissägen geeignet ist. Mit einem leistungsstarken 110 Watt Motor und einer Drehzahl von 5700 Umdrehungen pro Minute kann es hartmetallbestückte und CV-Sägeblätter mit einem Durchmesser von 90 bis 400 mm schärfen. Der einstellbare Winkelbereich von minus 25 bis plus 25 Grad ermöglicht das Schärfen verschiedenster Zahnformen. Ein Nachteil ist, dass es bei intensiver Nutzung möglicherweise überhitzen kann. Außerdem ist die Geräuschentwicklung während des Betriebs relativ hoch, was in einer ruhigen Werkstatt störend sein könnte. Insgesamt ist das SBS 1100 eine zuverlässige Wahl für Heimwerker und professionelle Anwender, die ihre Sägeblätter regelmäßig schärfen müssen. Weitere Informationen und die aktuelle Preisgestaltung findest du über den Link in der Videobeschreibung. Der Güde GSS 400 ist ein praktisches Sägeblatt-Schärfgerät, das sich für hartmetallbestückte und CV-Sägeblätter mit einem Durchmesser von 90 bis 400 mm eignet. Ausgestattet mit einem 110 Watt Motor und einer Drehzahl von 5300 Umdrehungen pro Minute, bietet es eine zuverlässige und effektive Schärfmöglichkeit für verschiedenste Sägeblätter. Das Gerät verfügt über einen einstellbaren Schleifwinkel von plus minus 25 Grad und wird mit zwei Schleifscheiben geliefert. Ein Nachteil dieses Modells ist die relativ hohe Geräuschentwicklung von 103 Dezibel während des Betriebs, was in einer ruhigen Werkstatt störend sein kann. Zudem ist das Gerät für intensiven professionellen Einsatz weniger geeignet, da der Motor überhitzen könnte. Insgesamt bietet der GSS 400 eine gute Leistung für Heimwerker und kleinere Werkstätten. Es ist einfach zu bedienen und vielseitig einsetzbar. Weitere Informationen und aktuelle Preise findest du über den Link in der Videobeschreibung. Der Wiltec 30167 ist ein leistungsstarkes Sägeblatt-Schärfgerät, das sich ideal zum Schärfen verschiedener Sägeblätter eignet. Mit einem 110 Watt Motor und einer Drehzahl von 5300 Umdrehungen pro Minute kann es Sägeblätter mit einem Durchmesser von 90 bis 400 mm effizient schärfen. Der einstellbare Schleifwinkel von plus minus 25 Grad ermöglicht das präzise Schärfen unterschiedlichster Zahnformen. Ein Nachteil des Geräts ist die relativ hohe Lautstärke im Betrieb, was störend sein kann. Außerdem kann das Gerät bei intensiver Nutzung überhitzen, was die Lebensdauer beeinträchtigen könnte. Insgesamt bietet der Wiltec eine solide Leistung für Heimwerker und kleinere Werkstätten. Es ist benutzerfreundlich und vielseitig einsetzbar. Weitere Informationen und die aktuelle Preisgestaltung findest du über den Link in der Videobeschreibung. Der Walter 630572 ist ein leistungsfähiges Sägeblatt-Schärfgerät, ideal für Heimwerker und kleine Werkstätten. Mit einer Leistung von 110 Watt und einer Drehzahl von 5300 Umdrehungen pro Minute ist er in der Lage, Sägeblätter mit einem Durchmesser von 90 bis 400 mm effizient zu schärfen. Der einstellbare Schleifwinkel von 0 bis 25 Grad ermöglicht präzises Arbeiten und sorgt für ein gleichmäßiges Ergebnis. Ein möglicher Nachteil des Geräts ist seine begrenzte Leistung von 110 Watt, was bei intensiver Nutzung zu längeren Arbeitszeiten führen kann. Zudem könnte das Gerät bei Dauereinsatz überhitzen, was die Lebensdauer beeinträchtigen könnte. Insgesamt bietet der Walter eine gute Kombination aus Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit zu einem attraktiven Preis. Weitere Informationen und die aktuelle Preisgestaltung findest du über den Link in der Videobeschreibung. Der Holzmann MTY8 ist eine leistungsstarke Kreissägeblatt-Schärfmaschine, die präzises Schärfen von Sägeblättern ermöglicht. Mit einem 250 Watt Motor und einer Drehzahl von 2850 Umdrehungen pro Minute bietet sie effizientes und schnelles Arbeiten. Das Gerät ist mit einer Diamantschleifscheibe ausgestattet, die für hohe Präzision sorgt. Ein Grauguss-Untergestell und gummierte Füße tragen zu einer stabilen und geräuscharmen Bedienung bei. Die Schleifscheibe und der Sägeblatthalter sind in ihrem Winkel verstellbar, was die Anpassung an verschiedene Schneidewinkel erleichtert. Ein Nachteil ist sein relativ hohes Gewicht von 20 Kilogramm, was den Transport und die Mobilität einschränkt. Zudem kann die Maschine für Anfänger etwas komplex in der Handhabung sein, da die Winkeleinstellungen präzise vorgenommen werden müssen. Das Gerät erfordert auch regelmäßige Wartung und Reinigung, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Insgesamt bietet der Holzmann eine zuverlässige Lösung für das Schärfen von Kreissägeblättern mit hoher Präzision und Effizienz. Dank seiner robusten Bauweise und verstellbaren Komponenten eignet er sich sowohl für professionelle als auch für anspruchsvolle Heimwerker. Den Preis dieses Produkts erfährst du über den Link in der Videobeschreibung. Der MSW CBS 250
ist eine vielseitige Kreissägeblatt-Schärfmaschine, die Sägeblätter von 80 bis 700 mm Durchmesser präzise schärfen kann. Sie ist mit einem 180 Watt Motor ausgestattet, der eine Drehzahl von 2800 Umdrehungen pro Minute ermöglicht. Die Maschine bietet vielfältige Einstellungsmöglichkeiten, einschließlich eines Schwenkbereichs des Sägeblatthalters von minus 35 bis plus 45 Grad und eines Schleifwinkels von plus minus 20 Grad. 4 Adapter für verschiedene Sägeblattdurchmesser sind im Lieferumfang enthalten. Ein Nachteil ist das relativ hohe Gewicht von 17,4 Kilogramm, was die Mobilität einschränkt. Zudem könnte die Maschine für Anfänger aufgrund der Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten etwas komplex in der Handhabung sein. Eine regelmäßige Wartung und Reinigung sind notwendig, um die optimale Leistung zu gewährleisten. Insgesamt ist der CBS 250 eine zuverlässige und vielseitige Lösung für das Schärfen von Kreissägeblättern, die durch ihre robuste Bauweise und Präzision besticht. Weitere Informationen und die aktuellen Preise findest du über den Link in der Videobeschreibung. Die Güde GSS 700P ist eine hochwertige Schleifmaschine, die speziell zum Schärfen von Hartmetall-Sägeblättern mit einem Durchmesser von 80 bis 700 mm entwickelt wurde. Mit einer Leistung von 370 Watt und einer maximalen Drehzahl von 2800 Umdrehungen pro Minute bietet sie präzises und effizientes Schleifen. Der verstellbare Schleiftisch ermöglicht das Schleifen sowohl der Zahnspitzen als auch der Zahnflanken. Ein Nachteil dieser Maschine ist ihr relativ hohes Gewicht von 34 Kilogramm, was den Transport und die Mobilität erschwert. Außerdem fehlt eine LED-Beleuchtung, die bei schlechten Lichtverhältnissen hilfreich wäre, und sie verfügt nicht über eine Wasser- oder Staubabsaugung, was die Sauberkeit des Arbeitsplatzes beeinträchtigen kann. Insgesamt ist die GSS 700P eine leistungsstarke und zuverlässige Schleifmaschine für professionelle Anwendungen. Sie bietet präzises Schleifen für eine breite Palette von Sägeblättern und eignet sich ideal für Werkstätten und spezialisierte Betriebe. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern!